Hallöchen, YouTube. Da sind wir zur letzten Folge Kingdoms of Amalur. Ich hoffe zur letzten Folge Kingdoms of Amalur. Also ich hoffe im Sinne von, dass die nicht irgendwie eine, dass ich nach 40 Minuten nicht sage, na, hier geht's ja immer noch weiter und immer noch weiter. Hier breche ich doch mal lieber ab. Und dann ist nämlich die nächste Folge irgendwie nur noch 5 Minuten lang. Das kennt man ja. Das kennt man ja. Aber ich will auch langsam Gutflow mal eine hauen. Ich kämpfe an eurer Seite, genau wie in den alten Zeiten, cool. Bevor ihr gestorben seid. Sind die so schwach? Wieso haben die eine Struff? Hallöchen, Hallöchen. Ich sehe nichts. Drauf. Erbärmlich. Aber wirklich. Soll man hier ja nicht noch Gefahr laufen, irgendwie einer auf. Ihr und ich, wir haben eine Pflicht, die seit Jahrhunderten erfüllt wurde. Wir bewahren die Welt vor ihrer Vernichtung. Durch Gier, durch Kriege und durch Tier noch. Die alte Bestie muss eingesperrt bleiben, um jeden Preis. Die Welt darf niemals erfahren, über welch grauenvolle Macht hier noch gebietet. Okay. Baelstein. Seit der Alabasterwall jung war der wunderschöne Weißknochenwald ein Ort des Friedens und der Meditation. Kein schriller Vogelgesang, kein hitziges Wort konnte seinen Weg durch die Äste finden. Es herrschte Ruhe, bis Gutflow unser Land heimsuchte. Die blutroten Äxte der Tuatha zerschlugen den Wald, um Pfeilschäfte zu schnitzen. Tirnos Prismere verzehrten, was übrig blieb. Nun ist unser Wald zerstört und Schreie des Krieges erfüllen seine Wipfel. Die Schreie der Kriege. Der Weg scheint sich ein bisschen zu schlängeln zu dem guten Gutflow. Kann ich denn hier an den Gegner auch vorbeirennen? Ich will zu Gutflow. Kann ich. Oh, hier ist ein Stein. Hier möchte ich kämpfen. So, jetzt haben wir natürlich zwei Gruppen an der Backe, aber naja. Ihr werdet brennen. Was? Will ich aber gar nicht. Ihr werdet brennen. Will ich aber immer noch nicht. Als sich Gutflows Armee erhob, erkannten wir Tirnochs Ver... Wir allen? Der muss jetzt noch, ne? Ja, ich merke das schon. Machst du auch so viel Schaden, dass sie so schnell fallen? Die Zeit ist gekommen. Oh ja, doch. Dann ist das wahrscheinlich kombinierter Schaden, weswegen mir das so vorkommt, als wenn die so super schnell fallen. Sind immer aus den fahlen Zweigen des Bael gefallen. Von Pietra der Kühnen bis Holgarn dem Hungrigen. Als die Tuatha uns unterwarfen, erhoben die Helden sich, um den Winter zu verteidigen. Gutflow lachte über sie und beschwor Tirnochs Zorn herauf. In einem Wimpernschlag wurden unsere treuesten Helden von Prismeren aufgespießt. Unsere Helden waren fort, ohne Aussicht auf Wiedergeburt. Und unser Volk war Gutflows Wahnsinn ausgeliefert. Dem werden wir jetzt ein Ende setzen. Also nicht jetzt sofort, aber im Laufe dieser Folge. Komm, bevor ich hier jetzt wegrenne, holzen wir die einfach alle um. Und dann ist gut. Dann haben wir auch keine Scherereien, dass Arlen irgendwie nochmal zurückläuft oder so. Schicken alles. Und die fallen ja wie die Fliegen. Ja.
Wäre ja nur reine Faulheit, sie nicht umzunieten. Wenn ihr Tier noch nicht aufhalten könntet, würde sie ihre Lakaien benutzen, um vollständig aus ihrem Gefängnis zu entkommen. Und dann wäre die Welt ihr neues Spielzeug. Ihr musstet es versuchen, auch wenn die Schicksalsweber sagten, ihr wärt zum Scheitern verdammt. Und wie immer hatten die Schicksalsweber recht. Das ist dein Ende. Meins? Das ist dein Ende. Als ich euch in Dalentart fand und begriff, dass ihr wieder ins Leben zurückgekehrt wart, war ich mir nicht sicher, an wie viel ihr euch erinnert. Ich konnte mir nicht sicher sein, dass ihr unsere Geheimnisse bewahren würdet. Ich hatte darüber nachgedacht, euch auf... Die Zeit ist gekommen. Welche Zeit? Hopp. Joa, gib mir mal das Gold. So, dann hören wir uns mal die zwei Steinchen an. Gleich zwei. Stein des Winters. Und er nannte es Prismea. Es wächst tief unter dem Amethyn. Es durchbohrt die Welt. Und das Blut, das aus diesen Wunden fließt, nährt Gatflos hungrigen Verstand. Diese Kristalle, diese Prismea, flüsterten ihm Versprechen der Macht ein. Der Gottheit. Sie korrumpierten ihn. Die Samen eines Schneesturms sprossen in der Form eines wunderschönen Kristalls. Er war ein Geschenk von ihr, ehe wir wussten, dass unser Untergang bevorstand. Dann ist das bestimmt noch ein Bälstein. In glücklicheren Zeiten kam der Hof des Winters hierher, um in den Farben der Mitternachtsgärten zu baden. Nachtveilchen und fahle Mondblumen blühten auf einem Feld aus blauem Gras mit Frost bedeckt. Wenn die Sterne richtig standen, tanzten die Nordlichter für die Königin höchst selbst. Doch nun haben die Tuatha die Gärten zerstört und nur Leichen gepflanzt. Die Frucht ihres gequälten Gartens ist nur blutrot. Los, Allen, hopp, weiter geht's. Na, bitte. Da ist gleich der nächste Stein. Holy, überall schießen Prismäre aus den Wänden. Kacke, da kommen sie doch angerannt. Tut mir leid. Ich dachte, die bleiben da hinten stehen. Ich hab mich richtig geguckt, dass sie angelaufen kamen. Ich finde es auch schade, dass man die Steine nicht einfach nochmal aktivieren kann und das nochmal angreifen kann. Als ich erkannte, dass ihr das Schicksal ändern könnt, wusste ich, dass ihr unsere einzige Möglichkeit seid. Also habe ich euch geholfen, eure Mission, Tier noch aufzuhalten, fortzusetzen. Auch wenn ihr sie vergessen hattet. Mir ist jedoch im Laufe der Zeit klar geworden, dass ihr nicht mehr derselbe Mann seid wie vor eurem Tod. Ihr seid mehr. Ihr seid besser als der herzlose Kommandant, den ich einst kannte. Ach ja, stimmt. Ich war Kommandant? Im Menü kann man die Steine alle nochmal abspielen, stimmt. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um herumzutrödeln. Ja, hast du vielleicht noch irgendwas Neues? Nee. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Aber es ist tatsächlich interessant, was Allen hier zwischendurch für Informationen erdroppt. Also, wir waren offensichtlich ein Kommandant. Wir sind gegen Gatflo in den Kampf gezogen. Uns wurde von vornherein gesagt, dass wir hier scheitern und wir sind gescheitert. Gestorben, wiedererweckt worden, jetzt... Der Staubling muss gerichtet werden. Schicksalslos, wenn man das so sagen kann. Beziehungsweise unseres eigenen Schicksals Schmied. Eigentlich heißt es ja wirklich Schmied, aber ist ja auch egal. Erbärmlich. Es ist halt noch einer, Allen, offensichtlich. Bereit zu fallen, Sterblicher? Nein. Noch nicht. Ich habe noch so viel zu erledigen.
ruft jetzt Winters. Als ihr das letzte Mal hier wart, wart ihr dazu bestimmt zu sterben. Dieses Mal liegt euer Schicksal allein bei euch. Jo, und deswegen hauen wir Gutflow ja rein auf 12. Es muss schwer für euch sein, so vieles auf einmal zu verarbeiten. Aber ich muss sicher gehen, dass ihr euch darüber im Klaren seid, wer ihr seid und was ihr tun müsst. Es hat sich vieles verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Diesmal wird es nicht so leicht sein. Und ihr seid schon beim letzten Mal gestorben. Danke, mach mir noch mehr Mut. Was ist hier noch? Ach, sie ist eine Kreatur mit unermesslicher Macht, ein Drache. Aber sie ist nicht einfach nur eine Echse aus irgendeiner Kindergeschichte. Ihre Macht kommt der von Göttern gleich. Vor tausenden von Jahren wurde sie hier in Amethyn von den alten Alpha zwischen dieser Welt und der Welt der Magie eingesperrt. Und dort ist sie wahnsinnig geworden. Als ihr Gefängnis im Laufe der Zeit jedoch schwächer wurde, war sie in der Lage, Gutflow zu verführen. Er sollte ihr helfen, genügend Macht zu sammeln, damit sie sich befreien konnte. Und wenn sie wirklich vollständig entkommt, wird dies das Ende allen sterblichen Lebens bedeuten. So wird sich Tyr noch für zehntausende Jahre der Gefangenschaft rächen. Aus diesem Grund widmen Leute wie ihr und ich ihre Leben der Aufgabe, Tyr noch vor der Welt verborgen zu halten. Okay, das klingt ja nicht so gut, wenn Tyr noch freikommt. Wer war ich? Unsere Aufgabe war es, Tyr noch vor der Welt verborgen zu halten. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Aber als Gutflow sie fand, wart ihr derjenige, der sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und Tyr noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen, und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren, aber so wie ich euch kenne, würde es mich nicht überraschen. Okay. Was geschieht, wenn Gutflow tot ist? Jeder, der die Wahrheit über Tyr noch kennt, wird tot und Tyr noch selbst wird wieder eingesperrt sein. Und wir können zu unserer Aufgabe zurückkehren, dieses Wissen geheim zu halten. Zumindest, wenn ihr euch dafür entscheidet, dieses Leben wieder aufzunehmen. Solltet ihr euch jedoch weigern, werde ich dafür sorgen müssen, dass ihr die Wahrheit über Tyr noch niemals erzählen könnt. Es wäre mir natürlich lieber, wenn es nicht dazu käme. Aber ihr hättet dasselbe getan. Ihr scheint mich zu mögen. Was seid ihr? Ein vernarrter Halbwüchsiger? Wenn ihr unsere Zeit damit vergeuden wollt, mich sehnsuchtsvoll anzustarren, werde ich uns diesen Ärger mit Freuden ersparen, indem ich euch gleich jetzt die Augen rausreiße. Um unsere Welt zu retten, muss Gutflow sterben und hier noch eingesperrt werden. Und da ihr der Einzige seid, der das vollbringen kann, wäre es vermutlich besser, wenn ihr etwas sehen könntet. Und jetzt rein da mit euch. Und versucht euch nicht erneut umbringen zu lassen. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Sie ist so herzallerliebst. Ach, so liebenswert wie eh und je. Schade, ich habe gehofft, dass die Überzeugung funktioniert. Vielleicht hätten wir dann vorher noch... Man weiß ja, dass das vor wichtigen Ereignissen helfen soll. Aber gut, wir gehen rein. Friedlich aus. Ich habe ein Wort vergessen. Sieht friedlich aus. Ihr begreift es nicht, oder? Die Macht, ja. Ich weiß nicht. Zurück in dein Grab. Ja. Ui. Schenke mir deine Macht. Ui. Gutflow. Au. Dein Ernst, Gutflow? Was ist hier? Wow! Au. Komm mal wieder runter! Wie einfach diese ganzen Feuerbälle von seinen Gutflow-Doppelgängern überhaupt keinen Schaden machen. Das ist dein Ende.
Ah, fuck, ich bin so weit weg. Ich zermalme euch. Ja, mach doch. Oh, muss ich jetzt erst wieder einmal rüber. Kann man anbieten. Kommt der da runter? Ich hab den doch eben auch irgendwie runtergekriegt. Ich zermalme euch, Kind des Staubs. Das ist so ein Taschenspielertrick. Ich hab ihn richtig gemerkt. Nee, hab ich nicht. Aber der, ich glaube, der keine rote Aura hat, ist der richtige. Das ist dein Ende. Was? Eine Illusion? Was? Wenn Gutflo nicht hier ist, muss er sich irgendwo tiefer unter der Erde verstecken. Verdammt. An irgendeinem Ort, der näher an der Quelle des Prismeer liegt. Es war auch ehrlich gesagt zu einfach. Wir müssen näher an Tyr noch heran? Natürlich. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Welchen Pakt Gutflo auch mit Tyr noch geschlossen hat, er beginnt sich für sie auszuzahlen. Und wenn das geschieht, wird die Welt nicht von ihrem Zorn verschont bleiben. Meine Vergangenheit, oh ja, da möchte ich mehr drüber wissen. Wir waren zwei der Auserwählten, die Tyr noch vor der Welt verborgen halten sollten. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Aber als Gutflo sie fand, wart ihr derjenige, der sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und Tyr noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Text kennen wir schon. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen. Und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren. Aber so wie ich euch kenne, würde es mich nicht überraschen. Amethyn. Im Herzen Alabastras liegt die einstige Dunkelfeienstadt Bale. Und dort, unter dem Hof des Winterkönigs, befindet sich die Höhle von Amethyn. Aha. Sie ist ein Ort von gewaltiger Macht. Sie ist der Ort, an dem Tyr noch eingesperrt ist und an dem ihr gestorben seid. Dann müssen wir dorthin. Gehen wir. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich wollte doch nur noch ein bisschen was, ein paar Infos noch, Mann. Tyr noch wird tief in Amethyn gefangen gehalten. Aber ihr Gefängnis wird immer schwächer. Ich kann spüren, dass ihr wieder hier seid. So voller Leben. So voller Schicksal. Alter, die Stimme. Was habt ihr mir mitgebracht? Was habt ihr mir mitgebracht? Boah, die erinnert mich gerade voll an irgendein... Oh. An irgendeinen anderen Bösewicht aus irgendeinem anderen Spiel. Ich kann Tyr nochs Blick auf uns spüren. Ja? Warum ist denn die Quest nicht aktiviert? Ist sie doch. Oh, falscher Knopf. Ah, okay. Tyr nochs Befreiung aufhalten. Jawohl, wir eilen, wir eilen, wir eilen. Oh, wir können nochmal ganz kurz gucken. Wir haben ja nun mächtig viele Kämpfe hinter uns. Ja, da können wir nochmal die Feinklingen. Können nochmal einen neuen Schliff vertragen. Ihr habt eure Macht gut genutzt. Potenzial. Lasst es uns kosten, ja? Erbärmlich. Das sind ja schon fast Klassiker, dass man irgendwie gegen so eine Art Abbilder von sich kämpft. Oder. Ist ja in dem Fall, glaube ich, eine Projektion unserer Macht, die sie uns irgendwie gerade... Sie hat einfach nur einen Teil der Schicksale herausgerissen, die ihr gestohlen habt, und sie gegen euch gewendet. Es ist womöglich nicht ganz unrichtig, sie als einen Gott zu sehen. Hm. Stimmt. Huch. Ich war hier schon eingesperrt. So, hier kommt der Nächste. Steht meine Freiheit kurz bevor. Au. Das erste war offensichtlich. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gutflo Tyr noch befreit. Eine Projektion der Macht,
Hauptschicksale. Jetzt hatten wir gerade Raffinesse, dann kommt bestimmt gleich ein Zauberer. Es würde zumindest Sinn machen. Beziehungsweise alles andere würde mich wundern. Gottlos Gebete haben dieses Gefängnis geschwächt. Aber er ist nicht derjenige, der mich befreien will. Hört nicht hin! Weiß ich doch gar nicht. Ihr seid der Einzige, der die Macht besitzt, sie aufzuhalten. Weiß ich doch. Da Kevin hört gar nicht hin. Warum renne ich eigentlich nicht? Als ihr zum ersten Mal hier wart, war der Tod euer einziges Schicksal. Doch ich hatte eine bessere Verwendung für euch. Und ihr wart so gierig darauf, eure Double Rolle Action. Zu spielen. Erbärmlich. So. Ihr habt euch hierfür entschieden? Was meint sie damit? Was? Ich hab keine Ahnung. Frag das nicht so vorwurfsvoll, ich weiß das selber nicht. Ich bin so gespannt. Ich bin echt so gespannt. Wir sind Gutflow, pass auf, irgend sowas. Ich habe euch die Freiheit geschenkt. Und den Scheiß. Und nun seid ihr zurückgekehrt, um mir die Meine zu gewähren. Pass auf, ey, irgend sowas. Nur ihr besitzt die Macht, hier noch wieder in Amethyn einzusperren. Ich muss das Geheimnis ihrer Existenz von der Welt fernhalten. Sobald hier noch in ihr Gefängnis zurückgedrängt wurde, müssen diese Höhlen versiegelt werden. Okay. Das lässt nur noch eine Frage offen. Kann ich darauf vertrauen, dass ihr Tiernochs Existenz geheim halten werdet? Wieso muss Tiernoch geheim bleiben? Es gibt in dieser Welt Dinge, die einfach verborgen bleiben müssen. Wenn die Macht der Drachen allgemein bekannt würde... Nun ja... Ihr habt gesehen, was hier geschehen ist. Gutflow hat nur einen Bruchteil ihrer Macht an sich gerissen. Und doch hat er den großen Kreislauf der Feien gestört und einen Krieg geführt, um alle jungen Völker auszulöschen. Allein dadurch, dass ihr ihre Macht nur gestreift habt, wurdet ihr von den Fesseln des Schicksals befreit. Und wenn es euch gelingt, diese Freiheit gegen sie einzusetzen, wird sie keine Macht mehr über Amalur haben. Was wird mit mir geschehen? Etwas wie ihr hat nie zuvor existiert. Und wie immer gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wie eure Zukunft aussehen wird. Wenn ihr siegt, könnte es das letzte Mal sein, dass ihr das Schicksal der Welt verändert. Doch selbst wenn ihr ins Gewebe des Schicksals zurückkehrt, nachdem Tiernochs Einfluss aus dieser Welt verschwunden ist, so wird dies doch ein weitaus besseres Schicksal sein als jenes, das uns ihre Freiheit bringen würde. Ich denke, ich werde das Geheimnis bewahren. Ausgezeichnet. Nach allem, was ihr getan habt, wäre es wirklich zu schade, wenn ihr ein zweites Mal sterben müsstet. Falls ihr entkommt, werde ich euch beobachten. Und seid euch einer Sache bewusst. Ich werde jeden, der die Wahrheit darüber erfährt, was hier geschehen ist, persönlich zum Schweigen bringen. Geht nun. Verhindert, dass Tier noch vollständig in diese Welt kommt. Aber vergesst nicht, meine Klingen werden stets auf euren Nacken gerichtet sein. Ob Alin uns getötet hat? Weil wir das Geheimnis nicht bewahren wollten. Da ist sie ja hinterher wie sonst noch was. Splitter der Schicksals. Tiernochs Macht ist gewaltig. Sie hat einfach nur einen Splitter dessen herausgerissen, was ihr hättet sein können, und ihn gegen euch gewendet. Als sie euch getötet hat, muss euch diese gewaltige Macht aus dem gesamten Gewebe des Schicksals gerissen haben. Könnt ihr mir irgendwie helfen? Nichts auf der Welt ist dazu bestimmt, Tiernoch aufzuhalten. Deshalb seid ihr der Einzige, der überhaupt eine Chance hat. Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass ihr sie auch ergreift. Naja, dann wollen wir mal, würde ich sagen. Hier entlang. Ich folge dir. Überall hin, Baby. Thronsaal. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jo, darum läufst du auch zurück. Das freut mich. Nein, sie bleibt an unserer Seite. Schon cool aus. Sieht alles schon echt richtig gut aus. Schicksalsweber, bringt mir eure Kraft, opfert euch selbst und besiegelt das Schicksal eurer Welt. Klingt so ein bisschen wie eine verzerrte Stimme von Arlen, aber ich glaube, ich habe gerade Hallos.
Mir schwören so viele Sachen im Kopf rum, was passieren könnte. Es ist Zeit, über euer Schicksal zu entscheiden. Oh, eine richtige Renderszene. Amethyn liegt dahinter. Und dort wird der Drache den Schleier zerreißen. Tretet näher, Sterbliche. Werdet Zeugen von Tiernochs Geburt. Wie? Werdet Zeuge eures eigenen Endes. Mein Schicksal liegt nicht hinter diesen Pforten verborgen. Ihr allein vermögt zu ändern, was geschehen soll. Geht! Willkommen zurück, Sterblicher. Hi. Wie fühlt man sich, wenn man an diesen Ort zurückkehrt? Spürt ihr den Schmerz eures Todes immer noch? Könnt ihr spüren, wie er in der Luft widerhallt? Und nun sollt ihr hier an diesem Ort Zeugen werden, Zeugen von der Geburt Tiernochs, Zeugen der Vernichtung der Alpha und des Anbruchs des ewigen Winters. Oh ja, sie kommt. Tiernoch die Mächtige, Tiernoch die Barmherzige, Valafela Tiernoch. Balasera Tirno! Das ist ja schon fast lustig. Oh Scheiße. Ich dachte, da kommt nichts. Oh shit. Episch. Oh, wie episch. Oh, wie riesig. Tiernoch? Habe ich es gut gemacht, Herrin? Seid ihr zufrieden? Du hast deinen Zweck erfüllt. Und wirst jetzt sterben. Aber ich kann euch noch weiter von Nutzen. Der Handlanger. Und nun, Schicksalsloser, wird euch eures ereilen. Aber ich habe gar keins. Ich habe gar keins. Ich gebe mich niemandem hin. Was? Boah, ich sehe hier noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh, hallo. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht so richtig, was ich machen soll. So kommen wir ja nicht weiter. Kann nicht sein, dass das so...
Doch hier mit irgendwas auf sich haben, oder nicht? Ist eigentlich. Die Kraft, die wir die ganze Zeit gebraucht haben. Warum muss ich jetzt erst wieder komplett Schicksal aufbauen? Ist ja richtig. Na gut, aber wir kriegen hier jede Menge Gegner vorgesetzt und die füllen auch gerade die füllen mächtig Schicksal auf. Alles gut. Kann ich das erst einsetzen, wenn es voll ist? Ja, ne? Voll passiert hier gar nichts. Hallo! Kommt davon, wenn man seine Schicksalskraft au! So selten einsetzt, weil man sie eigentlich nicht braucht. Oh, ich kann sogar kleine kaputt machen. Kamehameha! Ihr seid nichts als Staub! Was? Nein, ich weiß schon, dass man die Schattenkraft erst einsetzen kann, wenn sie voll ist. Aber es hätte ja sein können, dass man hier nicht die ganze Energie braucht, um Tier noch irgendwie, weiß ich nicht, zu Boden zu zwingen oder so. Oh. Ich drücke F. Was war das denn jetzt? Ich hab wie ein doofer F gedrückt. Entschuldigung. Da habe ich auch ein perspektivisches Problem gerade. Um ehrlich zu sein. Und ich kann die Kamera nicht mehr drehen. Das ist ja toll. Freut mich voll, dass das so gut klappt hier alles. Alter, hier ist gerade alles invertiert. Ich krieg die Krise. Was soll der Scheiß? Muss ich direkt vor ihr stehen, um F zu drücken. Entschuldigung.
Wie hätten wir wissen können, dass es ein neuer Anfang sein würde? Hätten wir dieses Ergebnis vorhersehen müssen? Wer wusste damals schon, was das Schicksal bringen würde? Ich hätte euch diese Nachricht gerne persönlich überbracht, um euch ein letztes Mal zu sehen. Allerdings wäre das kompliziert geworden. Mein Orden hatte andere Pläne für den Fall, dass ihr die Kristallfestung je verlassen solltet. Doch wenn es um euch geht, scheint kein Schicksal in Stein gemeißelt. Wir beide sind nur noch am Leben, weil man mir geglaubt hat, dass auf euer Schweigen Verlass sein wird. Ich hoffe, ihr macht keine Lügnerin aus mir. Sollten in den Tavernen Amalurs Geschichten über unsere Erlebnisse auftauchen, würde man mich bitten, euch aufzusuchen. Und wir beide wissen, dass euer nächster Tod endgültig sein wird. Doch genug davon. Euer Leben gehört euch. Findet heraus, was das Schicksal für euch bereithält. Oder welches Schicksal ihr anderen bringt. Vielleicht sehen wir uns eines Tages in glücklicheren Zeiten wieder. Bis dahin verbleibe ich. Die eure, Alyn Schier. Das ist ein schönes Ende. Die eure, ich vermute, damit ist Ehefrau oder Gefährtin gemeint. Das hat sie sehr gut verborgen. Wobei sie mich teilweise, oder Kevin teilweise tatsächlich so an... Oh, komm mal, Johnny Walker hat mitgemacht. Der macht auch guten Whisky. Genauso angemacht hat, als wären wir tatsächlich verheiratet. Die wäre um einiges sympathischer, wenn sie nicht konstant Todesdrohungen um sich werfen würde. Ja. Also, Fazit habe ich ja während des Let's Play schon so oft was zugesagt. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Es zieht sich ein bisschen arg, deswegen habe ich es am Ende auch beschleunigt. Es ist immer das Gleiche in den Gebieten, immer so ein Gebiet abgrasen. Es kommt nicht mal eine Abwechslung rein im Vergeben von Quests oder irgendwie so. Es wird wirklich sehr schnell sehr, sehr repetitiv und langweilig. Ansonsten habe ich auch schon gesagt, das Spiel ist super gut gealtert, grafisch. Kampfsystem finde ich mega gut, Soundtrack finde ich überragend. Gerade die Kampfmusik oder auch die Musik, die wir hier jetzt hören. Alles in allem, jedem, der Rollenspiele mag, kann ich Kingdoms of Amalur bedenkenlos empfehlen. Und ja, in den Abmischungen der Dialoge, da gab es so ein bisschen, Arlen war immer sehr laut, die Steine waren immer sehr leise, was aber auch daran lag, dass die Steine technisch nicht zur Lautstärke der Stimmen gehörte, sondern zur Lautstärke des Sounds oder der Musik. Und den habe ich ja ein bisschen leise gemacht, weil so mega viel Sound oder Musik will ich gar nicht. Soundeffekte da schon eher so ein bisschen. Und insofern war das ein Stück weit mir geschuldet und ein Stück weit aber auch der technischen Umsetzung des Ganzen. Und ansonsten, ich weiß nicht, wie sich der Magier spielt oder wie man mit Zauberkraftfähigkeiten spielt. Die Chakrams hätte ich gerne mal längere Zeit ausprobiert, aber da habe ich halt nicht reingeskillt. Und am Ende habe ich es halt so beschleunigt, dass wir die Level-Ups nicht mehr bekommen haben, entsprechend. Aber es ist, wie es ist. Mir hat das als Schurke sehr, sehr viel Spaß gemacht. Am Ende wurde es natürlich auch alles ein bisschen zu einfach, ja. Wenn man da ein bisschen in seine Überlebensfähigkeit investiert, in die Rüstung und in Leben und auch ganz gut in den Schaden. Und wenn man sich dann, ja, ich habe mir ja auch keine ultra guten Waffen hergestellt, das waren schon gute Waffen, aber da wäre noch mehr gegangen, da wäre auch rüstungstechnisch noch mehr gegangen. Und insofern wird es sehr schnell sehr einfach. Der Magier ist reinlaufen, zwei AOEs zünden, alles fällt um. Schön. Dann, ja, ist es mit allen anderen Klassen vermutlich genauso einfach wie mit dem Schurken.
Aber alles in allem muss man sagen, ist das ganze Kampfsystem, das Skillsystem, ist schon recht gut gelungen. Ich bin ja selber jemand, der das eigentlich ganz gut findet, wenn es nicht ganz so krass herausfordernd ist, aber das war doch am Ende schon ein bisschen zu einfach. Das sage selbst ich. Da musste selbst ich mich auf gar nichts mehr konzentrieren in den Kämpfen, weil ich genau wusste, ja, mit meiner Lebensleiste passiert sowieso nicht viel. Vor allem durch einige Buffs, wo wir da eigentlich im Endeffekt unbesiegbar waren. Ich musste am Ende, habe ich sicherheitshalber nochmal einen Trank genommen, bei Gutflow, glaube ich. Oder war es eben bei Tier noch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hätte ich den auch nicht zwingend nehmen müssen. Und das soll schon was heißen. Also Kingdoms of Amalur hat ist nicht perfekt, hat Schwächen, wie jedes andere Spiel auch, vielleicht ein bisschen mehr Schwächen. Nichtsdestotrotz ist es aber ein solides bis gutes Rollenspiel. Ja. Die Story ist sehr gut, also die zieht sich gut, schlüssig, nachvollziehbar durchs ganze Spiel. Und ich fand die Render-Szene am Ende fand ich ziemlich geil. Auch die kurzen Zwischenszenen bei dem Tiernoch-Kampf. Also da kann man echt nicht meckern. Das sah echt gut aus. Am Ende, die Szene am Ende, wo dann Alin nochmal zu uns gesprochen hat, die fand ich allerdings ein bisschen schwach. Die war doch sehr pixelig. Da hätte man vielleicht auch nochmal mit gerenderter Spielegrafik arbeiten können, so wie in der Szene vor Tiernoch. Aber macht's jetzt nicht, wertet's jetzt nicht ab oder so. In meinen Augen. Ob ich nochmal einen Durchlauf machen werde, bezweifle ich. Einfach weil da, ach, was ich noch alles spielen müsste, ich komme doch zu nichts. Ich komme doch zu nichts. Viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen und ich werde jetzt auch die Credits nicht durchlaufen lassen, weil es ist ja immer noch ein Live-Let's Play und jetzt hier irgendwie die Leute 20 Minuten alleine lassen oder wer weiß, keine Ahnung, wegen mir auch nur 5 Minuten, wie auch immer, wie lange auch immer der Abspann noch läuft. Ich glaube, hier kommt nichts ultra Interessantes mehr, was jeder noch sehen müsste. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Leuten, die sich das Let's Play auf YouTube regelmäßig angeschaut haben und ich bedanke mich genauso sehr bei den Leuten, die im Stream dabei waren. Ob sie regelmäßig dabei waren oder nicht, egal. Hauptsache, ihr wart dabei. Nächstes Projekt, Nachfolgeprojekt hier von Kingdoms of Amalur. Was ist denn mit meiner Tastatur manchmal los? Die blinkt manchmal weiß auf. Ich habe noch nicht ganz genau rausgefunden, warum sie das tut. Vielleicht hat sie einfach eine Macke. Nachfolgeprojekt wird auch wieder ein Live-Let's Play. Das sei an dieser Stelle schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, ob wir quasi einen fließenden Übergang von jetzt Kingdoms of Amalur, dass quasi übermorgen schon das Nachfolgeprojekt kommt. Das weiß ich nicht. Also übermorgen für euch Zuschauer auf YouTube. Kann ich nicht sagen. Wenn das alles klappt, wenn ich das alles hinkriege, weil ich muss ein bisschen noch vorbereiten und ein bisschen ausprobieren. Und insofern kann ich das nicht versprechen. Ist das vulgäre Wort für Fäkalien auf der Blacklist? Ich weiß es nicht, probier's mal aus. Gut, das soll's für die YouTube-Zuschauer an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich nochmals bei euch fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel, und es war mir eine Freude, es euch zu präsentieren. Und das Nachfolgeprojekt wird mir, da bin ich mir sicher, eine größere Freude sein, euch zu präsentieren. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Projekt.